Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Jetzt habe ich eine Weile nicht aufgenommen und auch recht lange nicht hochgeladen. Wir sind hier in den Schwarzbergminen. Das letzte Mal bin ich vor einer Horde Wölfe geflohen. Die habe ich einfach nicht umbringen können. Die sind so stark, das ist unfassbar. Aber wir haben es geschafft, da zumindest in den unteren Teil der Minen zu rennen. Na super, eine Falle. Ist eh klar. Und noch so ein Brief, den kennen wir eh schon. Wir sollten vielleicht diese Scrolls. Aber wir haben auch eine Scroll gekriegt, wo wir das Ding verlassen können. Scroll of Exiting, genau. Mit der können wir aus den Minen raus und somit sind wir, können wir diese Dinger auch umgehen. Allerdings weiß ich nicht, ob wir an denen nicht vorbei müssen noch. Egal, wir werden hier auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir das machen, um rauszukommen, ohne zu sterben. Ach, das habe ich schon angeschaut. Wir werden uns mal hier umschauen. Wer weiß, was da noch alles gibt. Vielleicht sollten wir. Oh. Wir haben keine Pausenfunktion eingeschalten. Andererseits sind die so schwach. Das sind nur diese kleinen. Vor denen habe ich überhaupt keine Angst. Ja. Machen wir vielleicht so eine Wall of Fire. Und dann machen wir. Weg und machen noch eine auf der Rückseite von uns. Ah. Mist. Jetzt rennen wir durch die Wand durch. Wand weg. Na gut. Geld, Geld, Geld sammeln wir ein. Das kann man immer brauchen. Die Bögen nicht wirklich. Obwohl, vielleicht helfen uns diese. Vielleicht sollten wir doch zumindest einen Bogen geben. Vielleicht kann man dann irgendwann einmal. Naja, weiß ich nicht. Schwer zum Sagen. Gehen wir mal weiter. Wirklich großer Raum. Huch. Wie kommt man dorthin? Nicht so auf jeden Fall. Und auch nicht von da. Das heißt, wir müssen irgendwie anders gehen. Wir müssen da wahrscheinlich durch diesen riesen Raum gehen. Huch. Schneller diese Kämpfe, sonst sind die wieder gar langwierig. Oh, und schon wieder ein Kampf. Es sind noch zu viele von denen. Wow, das sind wirklich viele von denen. Schamanen. Bist du denn hin? Ah. Riesenratte. Au. Nur vorsichtig vorgehen. Das sind zwar schwache Kreaturen an und für sich, aber dafür relativ eine Wehrratte.
Vielleicht sollten wir eine von diesen Stun Grenades darüber werfen. Oh. Die haben wir ja urgut geworfen. Die ist dort aufgeschlagen. Okay. Ja, das wäre wirklich eine viable option. Aber das Problem ist, ich kann dich nicht wiederbeleben. Wir machen ein Quit Game. Jope. Und wir machen ein Load Game. Und nochmal von vorne. Und bevor wir in diese große Halle gehen, werden wir uns das genauer anschauen. Dann noch einmal die Gegend. Wir müssen etwas vorsichtiger vorgehen. Na toll. Vor allem auch, weil Virgil derzeit keine Dings hat. Oh, warte mal, ich sollte mich selber heilen vielleicht, bevor Virgil das tut. Gut, außerdem haben wir gesagt, wir werden das da rein tun, weil wenn wir durch diesen Raum durch sind, glaube ich, dann gibt es irgendwo einen Bereich, wo wir das wirklich brauchen. Ach Gott. Na toll. Wir machen das gut. Wir lösen sämtliche Fallen aus, die es hier gibt. Naja, ach Gott, ich bin so dumm, das haben wir ja vorhin schon gesehen. Schießt sie bitte nicht auf mich. Critical Miss klingt gut. Der macht sich selbst Schaden. Ach Gott. Nein! Nicht nachrennen! So, wir gehen bitte etwas weiter nach rückwärts. Weil der Virgil muss sich irgendwie erholen. Ach Gott, das dazu. Könnten wir bitte damit warten, dort weiter rauf zu gehen? Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo wir alle wieder bei voller Gesundheit sind und vor allem auch bei voller auch heilen. Und zwar auch bei voller Energie. Das haben wir uns schon angeschaut, oder? Ja. Das sind nämlich wirklich, wirklich viele. Sitzt der da rum? Okay, da geht's nicht weiter. Ah, da ist aber eine. Nein, 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 nein. Sehr gut. Gut, 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 gut. Wir haben da einen weggelockt von den anderen. Was hat der? Geld. Passt. Was haben wir da? Hey, Heilzeug. Ich liebe es.
Feldzeug ist wichtig. Vor allem da oben dann. Na gut, Virgil, du bist halb voll, ich bin halb voll. Wir könnten versuchen, noch mehr herzulocken. Das funktioniert. Ah, ich hätte nicht auf Space drücken sollen, sondern einfach rüber rein sollen. Der hat nichts bei sich, echt jetzt? Mein Gott, geh da rüber einfach. Yes, sir. Nein! Ach Gott. Ich will nicht mit dem sprechen, ich will den Warrior da hinten anschauen und sein Geld wegnehmen. Immerhin ist er verstorben. So, dann schauen wir mal, können wir noch jemanden herlocken? Als nächstes kommen die drei Schamanen, die sind der Wahnsinn. Die sind ziemlich stark, glaube ich. Na komm schon, ihr könnt uns ruhig sehen. Okay, das dazu. Wir hätten vielleicht abspeichern sollen vorher. Irre, wie viele das sind. Aber wenigstens die Wehrrate ist nicht dabei und die hat das letzte Mal den ganzen Schaden gemacht. So, wir brauchen mal eine Feuerwand direkt vor uns. Und dann werden wir versuchen, die Schamanen zuerst einmal zu töten. Die sind nämlich unangenehm. Dann gehen wir daher. Und die Feuerwand direkt bei den Schamanen. Welcher von den Schamanen ist denn am stärksten schon getroffen? Der hier. Oder greifen wir den an. Das müssen wir jetzt immer Runde für Runde machen. Weil ansonsten... Hey, Feigling. Mist. Bleib da, du dummer Schamane. Ich überlege gerade, ob ich jetzt das mit der Stun Grenade versuchen soll, weil ich glaube, das Spiel ist ein bisschen buggy, was das betrifft. Es betrifft nämlich nur die Gegner und nicht die eigenen Leute. Das könnte dazu führen, dass nicht wir betroffen sind davon. Tatsache. Unsere sind nicht betroffen. Good show, sir. So, das war mal der erste von den Schamanen. Oh, die sind stunned. Stunned heißt nur, dass sie nichts tun können. Das ist ausgezeichnet. Solche Stun-Grenades hätte ich gerne noch mehr. Mhm, der nächste Schamane, den wir erledigen wollen. Auf jeden Fall erledigen. Wenn wir nämlich die drei Schamanen los sind, sind hier auch... Ah, das ist gut. Die stellen sich sogar in die Mauer rein. Freiwillig. Ausgezeichnet. Wenn wir nämlich die drei Schamanen los sind... Ha! Und wir sind gestiegen. Sind wir auch die Kreaturen los, die sie hergezaubert haben. Ist weg. Es muss noch irgendwo einen Schamanen geben. Da ist noch einer da. Ah, dieses Mal haben wir das bei weitem besser hingekriegt. Oh, der war dämlich. Ja.
Ah, wir sollten den Dings, wir sollten. Ah, wir sollten Virgil heilen. Der Arme. Der ist schon ziemlich schlecht drauf. Gut, nein, doch nicht mehr Schamanen. Das war nur. Are you blind? What in God's I mean, better luck next time. So, außerdem werden wir den süßen Virgil heilen. Ansonsten macht er ja gar nichts mehr. Gut, aber die stärksten Gegner von denen hätten wir erledigt mal. Und nur noch die Bäume, die treffen Gott sei Dank eh nichts. So, das weg. Nochmal heilen, aber wir machen das damit. Ausgezeichnet. Ja, sehr gut, die treffen ihre eigenen Leute. Auf meine Typen zu treffen. Okay, hätten wir den. Kümmern wir uns mal um den. Ich glaube, jetzt können wir in den Modus gehen. Und wir heilen natürlich auch gar. Okay. Das schaut ja ganz gut aus. Wir nehmen uns das ganze Geld von diesen Typen. Wo war die Wehrrate her? Woher kam die vorhin? Die muss ja auch irgendwo sein. Oder ist die auch heraufbeschworen? Vielleicht ist die auch heraufbeschworen, so wie die Pumas gewesen. Wer weiß schon genau, was da passiert ist. Gut, also mit Masse haben sie es versucht, aber wir sind besser gewesen. Ausgezeichnet, Jungs. Haben wir gut hingekriegt. Gehen wir ein bisschen nach rückwärts. Hierher und dann werden wir mal versuchen zu steigen. Gut, was haben wir gesagt? Brauchen wir? Brauchen wir da ein. Warte mal, wenn wir das weggeben, haben wir nur 9. Und dafür brauchen wir da 12. Aber wir wollten ja eigentlich hier was. Und zwar Fire Flash. Dafür brauchen wir Willpower 12 und das haben wir. Ausgezeichnet. Der Zauber ist nämlich ziemlich mächtig. Das ist ein Feuerball. Damit können wir doch einiges an Schaden anrichten bei unseren Gegnern und müssen nicht die ganze Zeit die Firewall einsetzen, die viel zu mühsam ist eigentlich. Das ist quasi der Molotow-Cocktail unter der Magie. Der Molotow-Cocktail hat halt den Nachteil, wenn du kein Zeug mehr hast, hast kein Zeug mehr und dann hast du auch keinen Molotow-Cocktail mehr. Die Wehrrate ist damals von da gekommen. Schauen wir mal, ob wir die Wehrrate gleich einmal erledigen können, falls sie da wirklich war. Eine tote Wehrrate. Wieso ist sie tot? Woran ist sie gestorben? An irgendwelchen Fallen, die sie ausgelöst hat? Das könnte natürlich sein. Au! Okay, ich glaube, wir sollten das einsetzen.
kann ich nachvollziehen, dass die Wehrratte da gestorben ist. Okay, was ist das? Iron Ore. A decent Gold Ring. Rubies. Okay, der Zauberspruch bringt doch einiges. Was haben wir da? Engine Muffler, Looking Glass. Looking Glass klingt gut, das kann man sicher verwenden. Small Electrical Parts, Black Powder. Ach, gib Pfeif drauf, nehmen wir einfach alles. Im schlimmsten Fall haben wir dann einfach was weg wieder. Geht's noch weiter? Nö. Ich hoffe, der Zauber hält ewig an. Und ich muss ihn nicht öfter zaubern. Ist doch um einiges besser so. Nein, er ist weg. Verdammt. Wir sollten vielleicht in Perception investieren, damit wir diese Fallen von alleine sehen, ohne dass wir irgendwelche Zauber verwenden müssen. Weil wenn das überall so ist, dann werden wir sicher sterben mit diesen drei Zaubersprüchen dann nur. Ah, oh, nehmen wir uns alles. Das ist auch ein Gang. Und da ist auch eine tote Wehrratte. Spricht auch dafür, dass es hier Fallen gibt. Na, Thermometer brauchen wir keines. Und Munition brauchen wir auch keine. Obwohl, wir könnten einen mit Munition und Pistole ausstatten. Hm. Einen von unseren Leuten. Die wiegen hier nichts. So gesehen passt das schon. Vielleicht finden wir ja noch mehr Munition. Au. Aber ich weiß, dass dann später viel, 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 viel mehr Fallen kommen. Lava Rock, den brauchen wir für irgendeinen Tempel, soweit ich mich entsinnen kann. Ah, okay, noch eine Falle. Gut gemacht, gut gemacht. Wir finden die Fallen auf die altmodische Art. So, da gibt es einen Weg. Gibt es auf der anderen Seite noch einen Weg? Jo. Aber vielleicht hätten wir den zuerst nehmen sollen. Schauen wir mal, was da gibt. Ah, da ist noch eine lebende Wehrratte. Schade. Wäre schön gewesen, wenn die auch in eine Falle geraten wäre. Vielleicht sollten wir tatsächlich uns etwas besser machen. Eine Wehrratte. Probieren wir mal diesen Zauberspruch gleich mal aus. Hey, hörst du auf, uns zu treffen? Besonders gut war das nicht. Wir müssen noch daran arbeiten. Ach, bitte! Ist das jetzt wirklich Ihr Ernst? Ich hätte abspeichern müssen. Ich bin so dumm. Gut, Herrschaften, die halbe Stunde ist eh schon fast vorbei. Wir werden Folgendes machen. Ich werde jetzt aufhören. Dann werde ich nochmal starten, ohne euch das zu zeigen, und bis zu dieser Wehrratte durchgehen. Und diese Wehrratte töten. Und beim nächsten Mal starten wir dann hier. Was sagt ihr davon? Haltet ihr davon? Das ist ganz gut, oder? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Und bis dann. Ciao.